Was genau, Leute? Mein Name ist Mugis und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren LPU. Ich habe euch gesagt, wir haben viele neue Pieces und wir machen weiter quasi mit der aktuellen LPU serienmäßig, so kann man das nennen. Und lasst uns gar nicht viel reden, fangen wir an mit den Pieces von Represent. Wir wissen ja, Represent hat es tatsächlich gemacht. Die haben diese fast schon legendären Graphics, die damals Mike Heaton gemacht hat. Für die Leute, die Represent verfolgen, aber noch nicht die Doku über Represent angeschaut haben, kann ich euch extrem empfehlen. Es ist wirklich spannend zu schauen, wie die Brand in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben. Da haben diese Graphic Pieces auch eine extrem wichtige Rolle gespielt beim Aufbau von der Brand und bei der Bekanntmachung von der Brand, weil die sind schon sehr viral gegangen. Ich habe mir hier zum Beispiel dieses Graphic Tee geholt mit diesem legendären alten Graphic. Im Stream fanden die meisten von euch das nicht so nice und deswegen dachte ich mir so, okay, ich finde es eigentlich cool, aber keine Ahnung, ihr habt mich unsicher gemacht, Bruder. Und dann habe ich mir am Ende das als T-Shirt geholt und dachte mir so, hey, als T-Shirt, ich finde es cool, ich finde das Design cool, aber als T-Shirt kann ich es auch easy drunter tragen. Geholt habe ich es mir in einer Size XL. Fit ist der typische Represent-Fit, der hat sich nicht viel verändert. Was ich halt einfach krass finde, ist die Umsetzung von dieser Graphic. Das ist so nice, wie sich dieses Graphic-Tee letztendlich oder wie sich diese ganze Grafik wirklich ins T-Shirt einfügt. Wisst ihr, das ist so hochwertig gemacht. Das ist nicht so mäßig, okay, ich klatsche einen Print drauf und man sieht klar, okay, hier fängt der Print an, hier hört er auf. Sondern ich finde, bei einem Graphic-Print muss es so sein wie hier, dass du wirklich, versteht, was ich meine? Dass es quasi Teil vom T-Shirt ist. Diese dunklen Stellen, da ist einfach nichts geprintet, aber man sieht ganz genau, dass hier Represent steht, weil es ist einfach gut gemacht, Bruder. Auch hier die dunklen Stellen von diesem Bruder hier, der die Hunde hebt und so weiter, ist einfach sehr gut umgesetzt. Und Passform, wie gesagt, ist der typische Represent-T-Shirt-Schnitt, da hat sich nichts verändert, beziehungsweise als diese Sachen damals rauskamen, war der Schnitt noch anders. Da war der etwas länger und so weiter und der ist ja jetzt mittlerweile cropped und die Passform in einer Size XL können wir uns jetzt hier anschauen. Das ist die Passform bei mir in einer Size XL. Ich finde, die Ärmel könnten noch ein Ticken länger sein für meinen persönlichen Geschmack, aber das trifft eigentlich auf alle Represent Pieces zu. Ansonsten kann ich hier absolut nichts meckern. Also sehr gute Verarbeitung, sehr guter Stoff, es fühlt sich sehr hochwertig an. Ist kein Heavy-Stoff, sondern ich glaube, Represent hat diesen 220 GSM-Stoff so, der absolut in Ordnung ist. Ich mag es aber gerne noch ein bisschen schwerer, wenn ich hier die Wahl hätte. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Auch aus dem Graphic Restock quasi habe ich mir 2 Hoodies geholt mit 2 verschiedenen Graphics. Der Love Hunter hier im Stream, da wart ihr alle relativ sicher, das ist die beste Graphic davon. Deswegen war klar, dass ich mir den als Hoodie hole. Und dann habe ich mir noch den mit den 2 Hundeköpfen geholt. Und auch hier trifft es gleich zu, was ich bei dem ersten Piece schon gesagt habe. Unfassbar gut umgesetzt. So nice, wie sich das Piece einfach in den Hoodie einfügt quasi, wie das wirklich am Ende, wie der Print Teil vom Stoff ist. Das ist so gut umgesetzt. Auch die Details und so weiter. Gleiches trifft hier auf die 2 Hunde zu. Es ist einfach unfassbar stark und unfassbar gut umgesetzt. Und ich sage euch ehrlich, es macht einfach Spaß, es zu tragen. Real Talk ist so, wie es ist. 2 Hoodies in einer Size L. Ich zeige euch die Passform von einem. Nee, ich zeige euch die Passform von beiden. Da verändert sich nichts. Was ich bei den Represent Hoodies immer noch nicht so ganz weiß, ist, ob ich eine Size L nehmen soll oder eine XL. Weil mein Problem ist, Size L ist eigentlich alles absolut in Ordnung, nur die Ärmel sind mir etwas zu kurz. Ich fände sie etwas länger besser. Bei einer XL sind die Ärmel von der Länge besser. Ich habe auch mehr Drop Shoulder, was auch nice ist. Aber am Body rum ist mir dann einfach ein bisschen zu viel Stoff. Das ist immer so ein bisschen so ein Dilemma, so ein bisschen hin und her. Ich glaube, das trifft aber vermutlich hauptsächlich auf mich zu, weil ich halt so lange Arme habe. Bei den meisten Leuten sollte das nicht zutreffen. Also ich würde sagen, tendenziell true to size, vielleicht eine Size up, je nachdem, wie sehr du den Oversized Fit haben möchtest. Ich bin bei beiden auf eine L gegangen. Bei manchen Pieces nehme ich aber auch eine XL, wenn es Hoodie oder Sweater ist. Mal so, mal so. Übrigens sind von allen Pieces unten links drin. Das heißt, jedes einzelne Piece ist unten verlinkt. Ihr findet es auf jeden Fall. Zum Abschluss von Represent habe ich noch von der aktuellsten Blank-Kollektion diese Farbe hier genommen. Ich weiß gar nicht, wie diese Farbe heißt, aber es ist so ein ausgewaschenes und blasses, irgendwie so eine Mischung aus einem hellen Braun, aus einem Purple und aus einem Weinrot, irgendwie sowas zwischendrin. Aber ich finde die Farbe sehr stark, habe ich in der Form auch so noch nicht gesehen. Und das ist der typische Represent Sweater Fit. Eine Size L, Verarbeitung, Qualität und so weiter. Ihr kennt das alle, tipptopp, 480 GSM French Terry, trifft übrigens auch auf die Hoodies zu. Und die Passform sehen wir jetzt hier. Bei den Sweatern, finde ich, funktioniert es irgendwie besser mit einer Size L. Da bin ich eigentlich super zufrieden. Und bis vor kurzem habe ich auch immer gesagt, das ist meiner Meinung nach der beste Sweater vom Schnitt. Der von 85 hat das jetzt auf jeden Fall abgelöst, würde ich sagen. Aber das ändert nichts daran, dass es ein unfassbar starker und unfassbar guter Sweater ist. Und ihr wisst, bei den Blanks, wenn ihr mehr als 3 Pieces kauft, dann kriegt ihr da nochmal deutlich Rabatt. Ich glaube, dann kostet der Hoodie oder der Sweater am Ende irgendwie 80 oder 90 Euro. Versand ist dann, glaube ich, sogar free. Also, es ist eigentlich ein No-Brainer. Das ist eigentlich ein super, super starkes Ding. Als nächstes machen wir weiter mit Don't Waste Culture. Ich habe mir diese unfassbar geile Puffer-Jacket von Don't Waste Culture gegönnt. Und wir hatten ja dieses Puffer auch im Stream schon angeschaut. Sie hat einen coolen Crop-Fit. Und die Frage war so ein bisschen, okay, braucht man diese Puffer oder nicht, wenn man zum Beispiel die von 85 oder von Root Atelier hat und so weiter. Weil das waren schon viel lautere und viel krassere Jacken. Ja, stimmt. Ich finde aber, es gibt Anlässe, wo ich einfach eine eher schlichtere Puffer-Jacket tragen will. Und da fand ich die hier eigentlich schon perfekt, weil sie von der Farbe sehr entspannt ist. Ich finde es sehr geil, dass diese Puff-Elemente nur so ganz leicht angedeutet sind. Seht ihr das hier? Man sieht so, da ist, das soll eine Puffer-Jacke sein, aber ich habe das Gefühl, von der Verarbeitung haben die das wirklich so gemacht, dass diese Puff-Elemente quasi innen abgestickt sind und dann nochmal ein Layer drüber gekommen ist und dadurch hat es so einen
nur angedeuteten Look, was ich unfassbar stark finde. Fit ist leicht cropped. Wir haben als Veredelung hier einen Dongwei Sculpture Stick in Weiß. Der hätte von mir aus auch gerne Ton in Ton sein können, finde ich aber nicht weiter schlimm. Und genau. Von hinten ist die Plane. Passform schauen wir uns jetzt hier an. Also ich meine, einige von euch oder die meisten haben es wahrscheinlich eh schon auf Insta gesehen. Ich habe Fotos damit gepostet. Übrigens, wenn ihr von diesen ganzen Sachen, die ich hier mir vorstelle, auch noch mehr sehen wollt, Fitpics, Fitvideos und so weiter, schaut gerne auf Insta vorbei. Da poste ich eigentlich jeden Tag zweimal. Aber ja, ich finde die Passform von der Jacke einfach unfassbar stark. Ich bin auf eine Size Large gegangen. Normalerweise nicht bei Dongwei Sculpture eigentlich immer eine X-Large, weil die Sachen nur leicht oversized fitten. Hier finde ich aber, ist eine Large genau das Richtige gewesen, um auch das zu erzielen, was ich mit der Jacke wollte. Ja, keinen zu krass biggen, keinen zu krass auffälligen Look, sondern eher etwas Schlichtes, was ein bisschen dezenteres und so. Und dafür ist die Jacke, glaube ich, einfach perfekt. Also ich finde, das ist eine der besten Puffer Jackets, die diese Saison rauskam. In ihrer Schlichtheit ist sie halt einfach perfekt. Und als nächstes habe ich mir bei Dongwei Sculpture einen Hoodie gegönnt in Royal Blue. Ich wollte einfach von Dongwei Sculpture, ich mag die Hoodie Fits bei Dongwei Sculpture. Die sind auch ähnlich wie die Puffer Jacket eigentlich. Ich finde, das kann man sehr gut zusammenfassen. Die sind sehr gut, absolut solide, aber irgendwie ein bisschen mehr laid back. Einfach, alles wirkt einfach ein bisschen mehr schlichter, ein bisschen mehr dezenter und so. Und das finde ich halt einfach extrem nice. Dieser Hoodie ist aus 100% French Terry Cotton, ich glaube 450 GSM, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Als Veredelung haben wir einmal hier einen Dongwei Sculpture Schriftzug im Siebdruck. Auf der Kapuze hinten haben wir hier noch einen Dongwei Sculpture Patch. Die haben auch wie Represent bei den ganzen Hoodies hier diese Knöpfe, das heißt, du kannst so ein bisschen die Passform von der Hood verändern und die Passform von dem Hoodie selber schauen wir uns jetzt hier an und vielleicht versteht ihr damit, was ich meine. Es ist absolut solide, es ist absolut nice, aber es ist jetzt nichts übertrieben auffälliges und krasses und das finde ich halt manchmal einfach ganz cool. So, Dongwei Sculpture, absolut safe Brand mit der Qualität, ist echt nicht zu spaßen, das ist wirklich immer eine absolut safe und sehr starke Qualität und ja, kann ich euch nur empfehlen, da auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. So, und zum Abschluss haben wir nochmal ein Piece in Royal Blue und zwar dieser Half-Zip-Sweater von Preach. Und hier sind jetzt ein paar ganz interessante Sachen passiert. Also einmal, ich hatte noch nie einen Sweater mit diesem Half-Zip und mit diesem Kragen hier so mäßig, das ist schon sehr ganz nice. Was ich sehr gut finde, ist, wir etwas andere Bündchen haben, sowohl an den Ärmeln als auch am Saum unten. Und was ich sehr gut finde, ist, dass er einen sehr geilen Oversized Crop Boxy Look hat. Kennen wir von Preach in der Form auch nicht. Um das zu erzielen, ist jetzt ganz wichtig, musste ich eine Size Down machen. Das heißt, ich bin hier auf eine Size S gegangen, weil ich mir dachte, wenn ich eine M nehme, was meine normale Größe bei Preach ist, ist der Bund vielleicht etwas zu locker. Aber ich würde definitiv sagen, ich habe mich getäuscht. Ich finde ihn in einer S sehr krass. Schaut euch mal die Passform an. Vor allem achtet drauf, wie crazy diese Drop Shoulder ist und wie breit diese Ärmel sind. Also wir haben eine richtig, richtig dicke Wings. Und da seht ihr eine Passform. Also in einer Size S sieht das Piece schon unfassbar stark aus. Ich bin mir aber 100% sicher, ich hätte auch easy auf eine M gehen können. Der Bund unten ist so fest und so straff und sitzt so gut, dass ich auch eine M hätte nehmen können. Das wäre absolut nicht zu lang geworden oder so, sondern es wäre eigentlich richtig geil gewesen. Deswegen bereue ich, glaube ich, ein bisschen, dass ich eine S genommen habe, aber ich trage den trotzdem sehr gerne, weil auch in S, ihr seht es ja, passt sehr gut, braucht mir nicht reden. Ich bin halt so, versucht das ein bisschen zu optimieren. Als Veredelung haben wir hier noch einen schwarzen Preach-Stick, so ein bisschen deplatzierten Position, aber vom Vibe her finde ich das Piece eigentlich sehr, sehr nice. Alright, Freunde, und das war's mit unserem zweiten Part vom LPU. Im dritten Part, das wird, keine Ahnung, vielleicht in der Woche von heute rauskommen, werden wir uns auf jeden Fall die Hosen von Root Atelier anschauen. Da habe ich zwei Jogginghosen bestellt. Wir werden uns den Yeezy-Sneaker anschauen und so weiter. Also da gibt es wieder viele, viele coole Pieces. Verpasst es nicht und ich würde vorschlagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der Instagram-Story. Bis dahin, euer Movix. Ciao.